Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay. Und zwar habe ich mir gerade Mark of the Ninja geholt und dachte mir, ich zeige euch einfach mal die erste Mission davon. Oh yeah! Ein sehr cooles 2D-Stealth-Spiel, sag ich jetzt mal. Ja, hier kommen wir später zu, das kann ich noch nicht verbessern, weil alles noch gesperrt ist. Ja, wir sind fertig. Und wir nehmen was Ablenkungsgegenstand. Ja, müssen wir auch überspringen, weil das ist die erste Mission, da haben wir ja noch gar nichts. Mark of the Ninja. Oh yeah. Und hier sind wir schon im Spiel. Das war das Intro. Rule number one, don't get me killed. Ja, alles klar. Ja, wir sind jetzt aufgewacht. Wir haben schon eine Karte. Hier hinten ist unser Ziel. Ganz da hinten. Da müssen wir hin. Rein theoretisch hätten wir die Karte noch nicht. Die finden wir erst im Laufe der ersten Mission. Ich habe sie allerdings schon gespielt. Und dieses Spiel ist, sage ich jetzt mal, vom Grafik her, vom Grafikstil her wie Shank zum Beispiel, wer das kennt. Und wie man jetzt sieht, wir kommen jetzt hier in den Schatten und sobald wir schwarz sind quasi, werden wir von Gegnern nicht mehr gesehen. Wir sind quasi im Schatten verborgen. So, und wir folgen jetzt erstmal ihr hier. Ist quasi so ein kleines Tutorial, das erste Level. Und hier wollte jemand Ruhe haben. So. Hier können wir rennen, aber wie ihr seht, diese Kreise, die dann ausschlagen, ist die Lautstärke oder der Krach, den wir verursachen. Ich fand die erste Mission fand ich schon sehr, sehr geil. So, ich gehe aber gerade nochmal kurz hier hinter. Hier ist nichts. Denn man kann so komische Artefaktrollen, glaube ich, heißt das Ganze, oder Rollen und Artefakte finden, mit dem man dann, wie ihr gerade in dem Menü gesehen habt, seine Fähigkeiten verbessern kann und so ein Käse. So, und da versteckt man schnell mal hier hinter dem Bonsai-Bäumchen. Da sieht man auch die Geräusche, die der Wachmann verursacht. Wir können ihn allerdings, oder können wir ihn Okay, schon töten? keep moving. Ich guck mal kurz. Ja, denn wir haben unser Schwert schon. So, sehr schön. Jetzt könnten wir hier auch die Leiche schnappen und könnten die hier irgendwo verstecken, aber das brauchen wir nicht. Okay, da kommt keiner. Da hören wir jemanden, ja. Schnell hier rein. Und man hat auch ein eingeschränktes Sichtfeld, wie jetzt zum Beispiel oben dieses Verschwommene, was ihr seht. Dass wenn da jetzt quasi eine Wache zum Beispiel wäre, würden wir sie nicht sehen. Okay. So. So können wir rennen, genau. Und die Vögel machen da natürlich ganz viel Krach. So, so bewegen wir uns aber lautlos. Und dann können wir jetzt hier auch schon nach unten gehen. Lüftungsschächte werden hier sehr gerne genutzt. Und sehr viel. Ja, wir bekommen jetzt hier noch ein bisschen die Steuerung erklärt, das Ganze kennt ihr ja schon. Achso, den Enterhaken hätten wir jetzt hier gefunden, beziehungsweise Kletterhaken. Und mit dem können wir uns dann da hochziehen, wenn die gute Dame denn da nicht sitzt. So, und ich zeige euch noch ein bisschen was. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen. Zack. Und dann wäre hier die erste Artefaktrolle gewesen. Aber die besitze ich ja bereits. Zack, dann einmal hier rüber. Also wer auf so ein bisschen Stealth steht, bisschen 2D und alles, der wird ja seinen Heidenspaß haben mit diesem Spiel. So, dann die zwei könnten wir jetzt quasi ausschalten, aber brauchen wir ja nicht.
Upsa. Deswegen gehen wir hier direkt weiter raus. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. So, hier hätten wir jetzt unser Schwert bekommen. Also könnten wir ab jetzt könnten wir dann die Wachen töten. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. So, wie ihr jetzt seht, haben wir jetzt diese rote Gestalt nur. Also dort haben wir ihn zuletzt gesehen. Würde er sich jetzt bewegen, zum Beispiel, würden wir das alles nicht mitbekommen. Sondern wir müssten hier rausgucken. Allerdings würden wir nur durch so eine Luke linsen. Und dann fällt es auch gar nicht dem guten Herren auf. So, und jetzt töten wir ihn. Dann müssen wir so ein kleines Quicktime-Event machen. Wenn ihr das versaut, weil ihr zum Beispiel die falschen Tasten drückt. Und dann werdet ihr erwischt. Und die Wachen schießen sofort auf euch. Und die können auch verdammt gut ausweichen. Und ja, so 1-2 Schüsse haltet ihr aus. Allerdings mehr auch nicht. Also dann seid ihr tot, aber die Checkpoints sind sehr fair. Zack. Und weg mit ihr. Okay, sonst ist hier oben keiner. Können wir hier weitergehen. Ich glaube, das hier sind auch Checkpoints. So, okay. Hier sind keine Wachen, also wir können da ruhig ins Licht gehen. Hier bekommen wir Pfeile. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Inwiefern das was mit der Farbe unserer Tattoos zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht bekommt man da im Laufe des Spieles noch weitere Fähigkeiten. Ob so die Uhr hätte, das Licht hätte ich jetzt nicht anvisieren brauchen, aber ist auch egal. Bam, bam. So, also wie ihr auch seht, Lichter etc. kann man auch ausschießen. If you need more cover, you could always destroy them. Genau. Zack. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. Jeez. How many people does it take to fix a light bulb? So. Wir könnten ja natürlich jetzt auch noch töten da drüben, aber jetzt sind wir schon hier, also brauchen wir das nicht unbedingt. So, wir gehen natürlich nicht durch den Haupteingang, sondern gehen wieder hier durch die Lüftungsschächte. Und werden dann noch schön ein paar Wachen niedermetzeln. Egal, was geht. Zack. Okay. Wir hätten jetzt auch zum Beispiel hier oben an den Gong werfen können, an den da. Hätte es ein Geräusch gemacht, wäre er noch abgelenkt gewesen, aber so aus dem Verborgenen hinaus brauchen wir das eigentlich nicht. So, die zwei können wir ganz schön so ausschalten. Bam. Macht zwar Krach, aber das Licht ist aus und ansonsten interessiert es hier keinen. So, wenn wir uns an eine Tür lehnen, können wir rausschauen, also quasi das Schlüsselloch schauen. Sehen, dass da ist keiner. Können wir ja schön durch. Direkt wieder den Weg nach oben suchen. We need to make him look the other way. Genau, weil die Lampe, wie ihr jetzt seht, da ist ein Gitter davor, die können wir nicht kaputt machen. Und daher müssen wir ihn ablenken und ziehen mal hier rüber. Ja, ja. Der hat aber keinen Alarm ausgelöst, von daher. Oh, hoppsa, da wollte ich gar nicht hoch. Zack, so hier. Ne, wollte hier nirgends hoch. Können wir hier weitergehen. Ja, so Vogelscheuchen macht natürlich auch Krach. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try. Genau, erstmal dagegen lehnen, das hatte ich euch ja gerade schon gesagt. Ihr kriegt übrigens einen Bonus, also man kann die Level auch machen, ohne erwischt zu werden. Hätten wir jetzt reingehen können, direkt hier hoch, wäre natürlich, gibt es dann noch Bonuspunkte. Aber, nö, so ein bisschen töten muss ruhig mal sein. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, wir können die hier auch überspringen, ne? Ne, wir müssen ja da unten in den Kanal. Dazu muss das Licht aus sein. Wir können jetzt von hier aus das Licht ausmachen. Wir müssen halt nur aufpassen, weil mit seiner Taschenlampe kann er natürlich hier hochleuchten. So, und wenn das dann gleich abgeklungen ist. Ja, und dann ist es ihm auch egal.
So, dann könnten wir jetzt rein theoretisch hier runter. Und zack. Das hat er gar nicht mitbekommen, das interessiert ihn gar nicht. Ah, fuck. Okay, wir haben es trotzdem noch gepackt. Unvollendeter Mord, ja. Da wurden wir erwischt. Macht nichts, wir hauen schnell ab. Und schnell weiter. Ah, jetzt rutsch gerade hoch. They're taking Ninja as hostages and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Ja, so, jetzt hätten wir die Karte bekommen, aber die kennen wir bereits. Da hoch müssen wir. Wir sind gar nicht mehr so weit von entfernt. Und so sieht dann die Karte aus, wenn ihr das Ganze entdeckt habt. Seht ihr dann die Luftschächte. Und zum Beispiel seht ihr dann da auch Räume oder sowas, wo ihr noch nicht wart, falls ihr da zum Beispiel ein Artefakt vergessen habt. Upsa. So, wir gehen natürlich wieder oben lang. Und da ist eine Wache am Rauchen. An die kommen wir momentan auch nicht ran, um sie zu töten. Was kann ich heute auch aufzurauchen? So, rein theoretisch könnte er uns jetzt sehen, weil wir am Hellen sind, aber sein Sichtkegel geht nicht weit genug oder er guckt nicht weit genug nach unten, irgendwie sowas. Hm, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir den ablenken können. Halt, wir können aber... Fuck. Fuck, da unten ist auch eine Wache. Aber wir können hier rein. Okay. So, dann schnell da rein und dann warten, bis der Alarm abläuft. So aller Snake. Solid Snake, natürlich. Okay, da ist ein gefangener Ninja, den wir befreien müssen. Oder einer der Ninjas, die wir befreien müssen. Das sind mehrere. So kommen wir aber momentan nicht an ihn ran. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Ups. Haben wir hier oben? Ist auch noch eine Wache. Oben auf dem Dach sind noch Wachen. Dann probieren wir was, weiß nicht. Okay, so sieht er uns schon mal nicht. Ich kann ihn ablenken. Ich kann aber leider den Gong hinten nicht betätigen. Komme ich jetzt an den Gong? Ja. Ich glaube aber hinter so Verstecken sehen die uns gar nicht. Das ist die Frage, wir könnten jetzt nochmal einen da hochwerfen. Nein. So rum. Oh, jetzt fast noch in die falsche Richtung gedrückt. Okay, den haben wir und jetzt können wir den hier befreien. Und tschüss. So, ab wieder nach unten in den Lüftungsschacht. So, der verschwindet direkt, dafür bekommen wir nur Punkte. Da hinten ist noch einer. Oh, ne. Will hier hoch an die Wand, genau. So, und jetzt warten wir einfach, bis er zurückkommt. Und dann werfen wir die, jetzt. So. Den da hinten haben wir auch erwischt. Das war aber mehr Zufall als gewollt. So, mach's gut. Halt, wir können hier hinten weiter. Beziehungsweise wieder in unseren Luftschacht. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Da unten ist noch einer. Kann man auch hier Licht ausmachen. So. Zack. Und den nächsten, den wir befreien können. So, bleibt noch einer, und zwar ist der hier drüben. Der ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Ja, nein, ich wollte hier nicht mehr rein. Ich wollte springen hier an die Wand.
So, jetzt muss er nur noch beiseite gehen, dass wir irgendwie hinter ihn kommen. Und zack. Mach's gut, du Lappen. So, dann befreien wir den. Dann haben wir hier eigentlich alle vier Ninjas, die wir befreien sollen, auch befreit. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ging's denn hier? Da oben geht's raus, genau. So, auf dem Dach haben wir ebenfalls Wachen. Da gehen wir sogar ganz lang. Hier wäre ein weiteres Artefakt. Okay, hier haben wir zwei Wachen. Ist natürlich schwierig, die von hier unten zu erledigen. Deswegen gehen wir zurück. Und probieren das von hier oben. Wir können da auf jeden Fall erstmal das Licht ausmachen. Licht ausmachen ist immer ein Vorteil. Scheiße. Okay, das wusste ich nicht, dass sie das können. Schnell abhauen. Ich sehe gerade, die brauchen wir gar nicht zu erledigen. Gucken wir kurz hier raus. Hier ist nichts zu sehen. Da ist noch ein Artefakt, das hatte mir, glaube ich, gefehlt. Beim letzten Durchlauf. Okay. Das auch. Die Wache müssen wir aber, glaube ich, erledigen. Mach's gut. Damit wir hier in den Luftschacht kommen. Ah, hätten wir uns vielleicht auch so durchschleichen können. Aber naja, gut. You picked the wrong guys to rob, Sensei. It's time for the old man to retire, boys. Unser Sensei. So, haben wir den ersten schon mal ausgeschaltet. Der zweite hat jetzt Panik. Wie ihr seht. Erwischen wir das? Ja. Er ist vollkommen in Panik und rastet vollkommen aus. Mach's gut. So, dann befreien wir schnell unseren Sensei. Und damit hätten wir dieses Level abgeschlossen, das erste. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come, and so I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. Oh yeah. He will defend the clan at a terrible cost. Okay, hier hat man dann nochmal so eine Statistik. Ja, keine Alarme ausgelöst haben wir nicht geschafft, wir wurden leider einmal gesehen. Keine Feinde töten. Ja, wir haben dann halt doch ein paar getötet, ne? Und zwar ganz schön viele. Und damit haben wir jedenfalls eine Gesamtpunktzahl von 21.300 Points. So, und ich klicke mal weiter. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the ink. Ich breche das jetzt einfach mal ab, denn ich möchte euch noch was zeigen, damit ihr ungefähr seht, auf was ihr euch dann noch so mit dem Spiel einlasst. Und zwar zum Beispiel auch auf Laserschrank, wo ihr dann die Stromkästen zerstören müsst und alles. Zack. Ja, oder
gucken. Das ist jetzt eher einfach hier. Ah, hab's auch. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Zack. Zum Beispiel jetzt hier. Hier können wir drauf gehen. Die Laserschranke, die ihr rechts seht, ja, geht jedes Mal aus, genau. Wenn die Wache da durchläuft. Oder wenn wir sie durchziehen. Also hier wird es auf jeden Fall auch noch um einiges schwieriger und um einiges spannender. Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter zocken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem ersten Eindruck zumindest von dem Spiel haltet. Würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, Leute, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.